Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. Das letzte Video haben offenbar einige Kritik bekommen, weil die... Wenn man mehrere Vasen zeitgleich kaputt macht, klingt das ziemlich komisch. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Ach ja, ich wurde mal wieder zurückgesetzt vom Spiel. Nein, den letzten Part haben offenbar viele nicht mitbekommen, weil die Abo-Box mal wieder rumgespackt hat. Deswegen, sofern nichts dazwischen kommt, kommen die Videos immer... Montags, Mittwochs und Freitags um 18 Uhr. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Okay. Eins nach dem anderen. Wodurch den... das Pendelmoment haben, die... Natürlich bleibt es nicht bei diesen doofen Äxten. Ah ja. So geht's auch. So, also da oben schießt einer auf mich, ne? Ihr wollt mir... Diese ganzen Statuen. Ich habe das Gefühl, irgendwann stehen die mal auf und greifen mich an. Ich meine, die stehen ja doch nicht ohne Grund rum. Ich habe so das Verlangen, auf die drauf zu hauen. Wo ist dieses Ticken schon wieder her? Wer schießt denn da auf mich? Du schießt auf mich. Hier kenne ich nicht gescheit. Wieso habe ich die Ritterseele hier drauf? Wo sind meine Wurfmesser? Kann ich das abwehren? Nein. Ach nein, das ist ein Wurfmesser. Das ist einigermaßen blöd jetzt. Ja, das war irgendwie klar. Nein, 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 nicht abstürzen. Oh, lol. Oh, Glück im Unglück. Nein. Okay. Das Gebiet ist etwas arschig. Oh lol. Okay. Da muss ich das muss ich irgendwie subtiler angehen. Und ich habe gerade auch schon eine Idee, wie ich das mache. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal wieder hinlatschen und die Seelen abholen. Ach ja, da war was. Ich hasse in zwei Gegner übereinander steht, wenn man das Angriffsmuster nicht gerechnet erkennen kann. Ich weiß ja, ich muss nicht immer jeden Gegner clearen, aber wow. Hat er mich echt noch getroffen. Zum Beispiel bei Quilek hätte ich einfach durchlaufen können. Aber ich glaube, in dem Fall ist es doch etwas vorteilhafter, die zu clearen. Einfach weil die mir sowieso hinterher rennen würden. So, okay. Jetzt Lage sondieren. Wo steht der Fuzzi?
Da. Okay. Ich probiere was. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So viele Seelen hatte ich ja eh nicht. Habe ich die Stats für die? 14 Stärke. Habe ich 14 Stärke? Ja, habe ich. Gerade so. Ach nee, halt. Ah, richtig, Armbrüste waren ja nicht manuell zielen. Da war ja was. Okay, ich setze hier einen kurzen Cut. Ich renne kurz zurück zum Schmied und kaufe mir Pfeile. Korrektur, ich hatte noch Pfeile. Sind zwar bloß 15. Aber ich guck mal, wie weit ich mit denen komme, bevor ich jetzt zurückrenne. So, da steht der Eumel. Ach ja. Bogen zieht nach rechts, da war was. Das klappt nie im Leben. Dafür habe ich zu wenig Pfeile. Das sehe ich jetzt schon. Oh, der hat nicht genug Reichweite. Cool. Nein, das langt nicht. Okay, so langt's. So, okay. Wenn man den Deppen nicht mehr beachten muss, ist es doch gleich wesentlich angenehmer. Ich denke, gut, da vorne war zwar noch einer, aber das ist nur einer alleine. Insofern sei es drum. Anvisieren, danke. Hallo, kommst du? Oh, du stehst noch. Ich kann dich nicht runterkicken. Hat sie gerade nicht irgendwo einen Blitz eingeschlagen? Dieses komische Klicken auch immer. So wie irgendwo im Hintergrund ein Mechanismus laufen würde. Ich meine, gut, hier läuft durch wahrscheinlich ein Mechanismus. Irgendwas muss das Ganze antreiben, aber das ist so ablenkend. Ah, ist auch gleich viel angenehmer. Halt, sie steht. Ja, nur diese Rüstung. Was hat das mit diesen... Ich habe gerade noch den Fußschalter gesehen. Bei Kisten mit Ketten dran muss ich aufpassen, hieß es. Große Scherbe, 2. Oh ja, das nehme ich doch. So, die Sache ist, wo geht's jetzt weiter? Oh, hier geht's weiter. Ich habe beinahe zurückgelaufen. Lage sondieren. Da unten ist wieder so ein Apophis. Ich nenne das einfach mal Apophis. Und da ist noch einer. Okay. Danke fürs Falle auslösen. Ich bin immer zu greedy mit dem Blutungsschaden. Blutungsschaden ist geil, aber man darf ihn nicht forcieren. Schläfst du? Du hast keine Waffen gezogen. Oh, was sind deine Waffen? Hat wohl wirklich einfach nur gepennt. Und runter mit dir. Gegner runterschmeißt es auch noch am geilsten. Achso, hier komme ich wahrscheinlich zurück dann. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen da mit den Felsbrocken, die hier durchrollen. Sechs Sekunden. Ich hab's gesehen.
War eine Mulde gewesen. Oh, du kannst Gift kotzen. Macht Sinn, du bist eine Schlange. Blöd, dass ich den Spinnenschild habe. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal, ob da was ist und siehe da, da war wirklich was. Okay, aber wenn hier Nebel ist, guck ich jetzt mal nochmal hier oben lang. Ist das hier noch ein Leuchtfeuer, das ich verpasse? Nö, aber in Ruhe. Mit einer Kette. Okay. Hartstahlring. Also wenn hinter diesem Nebel ein Boss ist, dann ist das wieder einer, der richtig behindert ist zum Rankommen. Wenn man das Leuchtfeuer bedenkt. So. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Das ist sicher auch gut, weil ich renne hier immer ziemlich YOLO rein, meistens. Hm. Der Life-Fleach-Ring ist jetzt auch nicht so überragend. Ich wechsle mal. Mal gucken, mit wem ich besser klarkomme. Könnt ihr mal die Klappe halten da oben? Halt! Einen lasse ich noch durch. Lass die Stufen das aushalten. Okay, kein Bossraum. Diese Rüstungen immer. Achso, das ist der Aufzug, der die Felsen immer holt, ne? Okay. Da ist ein Mechanismus. Und wo schießt du? Von da schießt du, alles klar. Schieß doch bitte mal auf den hier. Na komm. Ach so, du löst den nicht aus, ist klar. Oh lol. Okay. Seriously? Diese Geräuschkulisse, what the fuck? Wie ist diese Rüstung? Was seid ihr? Wieso seid ihr da? Ich will euch nicht angreifen. Also doch, ich will euch angreifen, aber ich habe das Gefühl, dass es keine gute Idee. Wieso rollen überall Felsbrocken durch? Sekunden. So, da rollen die Dinger rein. Ne? Ja. Hier ist eine Leiter. Ich lass mal gucken, was da hinten ist. Ich noch eine Schatztruhe. Okay. Loot hat sie ja ordentlich. Diese komischen Rüstung. Mimik. Es war so klar, RPG-Klassiker, der Mimik. Und ich fall voll drauf rein. Oh, Mimik, der ganz ordentlich war. What the fuck? Blutung! Lol. Der Mimik, RPG-Klassiker. Und ich fall volles Rohr drauf rein. Okay, merken, auf Truhen immer erstmal draufhauen. Es war so klar, es ist. Das ist so ein Klassiker in RPGs, diese Mimics. Oh lol. Moment, das heißt. Goldener Schlangenring, was macht der jetzt schon wieder? Erhöht Chance, Gegenstände aufzufinden.
Ich weiß nicht, ob der so gut ist, werdet ihr mir. Okay, war noch in der Hitbox. So, einen Felsen noch durchlassen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Leiter runter soll oder erstmal hier checken. Wie sieht's da hinten aus? Da stürzen die gleich ab. Okay, da bin ich, glaube ich, nicht lang. Okay, noch durch. Uah, nein, nein, nein! Okay, gut, war nicht so tief. Lol. Achso, die Leiter war da, dass ich da runtergeflogen wäre. Oh, komm schon! So, okay, die nächsten durchlassen. Sicher ist sicher. Soll ich da jetzt runterjumpen oder was? Wollte checken, ob es geht. Geht nicht. Ich genau gucken, aber es geht, weil da unten die Felsen durch. Donnern. Okay, neuer Versuch. Der Aufzugsschacht. Der richtige Weg war. Das ist sauber. Da ist wieder eine Felsentreppe. Aber es rollt nicht die Treppe selbst runter. Okay, interessant. Ist hier irgendwas noch? Natürlich nicht aufkrieg. Na klar. Okay. Aber die Treppe hier rollt links runter, ne? Ne, hier rollt links lang. Okay. Jetzt ist die Frage, Treppe hoch oder runter? Hoch. Ach, hier ist, hier ist der Verteiler. Okay, wo geht's da lang? Bäh. Wahrscheinlich hier rum. Wenn er die Wagen gezogen hat und in die Richtung rennt. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Bis der hier ist, nutze ich mal die Zeit, gucken wir hier noch ein bisschen um. Okay, ich weiß, wo ich bin. Die Hitbox soll denen ist kleiner, als man denken sollte. Aber wer immer dieser Sen ist, hat eine Vorliebe für Mechanismen, habe ich das Gefühl. Ist nur so eine Ahnung. Leuchtfeuer wäre mal ganz gut. Da schickt mich wahrscheinlich schon vorbeigerannt. Oh nö. Das ist jetzt nicht das, was ich denke, dass es ist, oder? Moment, wie nah komme ich ran? Huh! Oh, hi. Okay. Er war jetzt nicht so schlimm. Aufzug. Auf
auf jeden Fall nichts, wo ich... Ah, da bist du. Ein Akro ziehen lassen. So. Und dann kommt er runter. So. Okay, eine Nervensäge weniger. Flammenberg. Cool. Ist das eine Geschicklichkeitswaffe? Ich glaube nicht, oder? Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Flammenberg. Nein. Okay. Hätte aber eine ganz gute Schadensreduktion, wenn ich auf Stärke gehen würde. Wäre das sicher eine geile Waffe. Nochmal Puffis. Der Loot bewacht. Was ist du dabei? Große Scherbe, ja holla! Hallo, Ushigatana plus 10. Ich höre Schritte, woher kommen die? Es war so klar. Es war so verdammt klar. Aber ich kann nicht anvisieren. Das macht keinen Schaden. Grundstück, die Armbrust sind Stärkewaffen. Ich habe auf Geschicklichkeit geskillt. Vielleicht kann ich wieder runterspeisen. Sieht nämlich gerade echt so aus. Ja, noch ein Schuss und der fliegt runter. Und tschüss. So, nächster. Dieser Balanceakt wird halt auch nicht besser. Wir sind wieder alle beieinander, ne? Das war so klar. Gott. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, ne? Nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir gerade da sind. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? So, erstmal muss ich was gucken. Kennst du was los? Achso, ein Schlagring. Nein, das wollte ich nicht. Achso, ich habe keine Seele. Keine einzige. Okay. Wie viele Seelen brauche ich denn dafür? 200. Ich hol mal kurz. Weil wenn wir schon die ganzen großen Scherben gefunden haben... Ich muss ja auch neue Pfeile kaufen. Für die. eine bestimmte Aktion, weil ich werde das sicher nicht normal durchlatschen und mich einen Blitzen beballern lassen. Das kann die sowas von verhacken. So, hier kommt man ja geschickt an ein paar Seelen. Und ihr seid ja inzwischen One-Hits mit meinem Ushigatana plus 9. Komm, schlag zu.
Danke. So, das ist für das Schwert, jetzt auch für die Pfeile. Ihr Spastis. Es ist so geil, ich one-hitte die halt. Oh lol, keine Ausdauer gehabt. Okay, wenn du blockst, dann one-hitte ich dich nicht, ist es klar. Nicht pariert, klar. So, stirb. Loot? Nee. Okay. Theoretisch könnte man eigentlich den Bogen verbessern. Das ist ja auch eine Geschicklichkeitswaffe. Also, so falsch wäre das jetzt nicht. Ich bin eh ein Jäger, also sprich Schütze. Hm, na, versuchen wir's. Ob es möglich ist, so wie bei Skyrim, das komplette Spiel wirklich als Schütze durchzuspielen, das wäre ja mal richtig geil. Also klar, du brauchst natürlich auch eine Sekundärwaffe. Aber es hätte sich ja auch seinen Charme. Also bei Boss war es wahrscheinlich dann ziemlich eklig. Well, hello. Use him needed. Ja. Waffe verstärken. Shikatana. Plus 10 bitte. Und das ist weg, das lasse ich ganz wieder umwandeln. Das kann ich rückgängig machen. Ich kann den Blitzspeer. Hätte ich da was von? Wahrscheinlich brauche ich ja zum Verstärken irgendwas, was ich nicht habe. Richtig geil ist natürlich, wenn ich dafür die göttliche Glut bräuchte, die ich jetzt hergegeben habe. Ich habe mir die Kommentare unter dem letzten Video noch nicht angucken können. Den Bogen kann ich nicht verbessern, okay. Gegenstand kaufen. Pfeil, großer Pfeil ist ein bisschen stärker, kostet das Fünffache. Ne, danke. Nehmen wir mal 50 Pfeile. Das ist ein solider Wert. Don't get yourself killed. Neither. So. Okay. Dann jetzt noch hier lang. Mal gucken, ob ich diesmal wieder zurückgesetzt werde. Also das Ding ist ein bisschen happig. Aber gut, danach guckt man im nächsten Part weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.